Jetzt beginnt also endlich die Nations League. Ja, die UEFA hat einen neuen Wettbewerb erfunden, um noch mehr Geld zu verdienen. Die Rede ist von 2 Milliarden Euro. Sportlich ist dieses Turnier durchaus interessant und deshalb stellt sich doch die Frage, ist die Nations League wirklich cool oder steckt dahinter einfach nur Kommerz? Europa dominiert die Fußballwelt. Die letzten 4 Weltmeister kommen von hier. Da passt es doch perfekt, dass im Eröffnungsspiel Deutschland auf Frankreich trifft, also die letzten beiden Weltmeister. Die UEFA will mit dem Turnier zeigen, wie wichtig Nationalmannschaften sind. Jedes Jahr soll ein neuer Meister gekrönt werden. Erst bei der WM, bei der EM und in den ungeraden Jahren eben der Meister der Nations League. Aber brauchen wir wirklich jeden Sommer ein Turnier? Jetzt mal ehrlich, bei diesem Titel geht es doch um nichts. Dieser Titel hat keinen Wert. Die Nations League hat keinerlei Prestige und der Pokal sieht wie ein Schokobrunnen aus. Viele Fans gibt es von diesem neuen Format nicht. Nationalspieler Marco Reus meinte mal vor längerer Zeit, so richtig angefreundet habe ich mich noch nicht. Und Manager Oliver Bierhoff sagte auch mal, man hat am Ende das Gefühl, die UEFA muss noch mal Geld erwirtschaften und macht deshalb diesen Wettbewerb. Geld ist ein sehr gutes Stichwort. ARD und ZDF haben sich nämlich die Übertragungsrechte für die nächsten Jahre gesichert. Laut der evangelischen Presseagentur zahlt man dafür 122 Millionen Euro. Bis zu 12 Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es also zu sehen. Wenn das DFB-Team früher ausscheidet, sinkt der Preis. Und ehrlich Leute, das ist gut möglich. Das haben wir ja alle schon bei der WM 2018 gemerkt. Trotzdem, das ist alles extrem viel Geld. Pro Länderspiel etwa 10 Millionen Euro. Zum Vergleich, für die EM-Quali zahlt RTL pro Partie ungefähr die Hälfte. Klar, da gibt es auch Duelle mit kleinen Teams, wie zum Beispiel, wer könnte zugelost werden? San Marino. Und die ziehen nicht ganz so viele Zuschauer vor den Fernseher wie die großen Top-Teams. Trotzdem ist es krass, wie rasant die Preise der TV-Rechte nach oben schießen. Glaubt ihr, dass diese ganze Blase irgendwann platzt? Ja oder nein? Oben im i ist eine Abstimmung, macht da gerne mal mit. Der große Vorteil der UEFA Nations League ist, dass es nur noch Duelle mit Teams auf Augenhöhe gibt. Deutschland spielt in der Gruppe gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Bundestrainer Jogi Löw freut sich, dass man in jedem Duell Vollgas geben muss. Aber für ihn könnte das auch ein sehr großes Risiko sein. Das deutsche Team braucht ein neues Spielsystem. Mit Ballbesitzfußball kommt man nicht weit, das haben wir ja letztens erst gesehen. Bei den Änderungen wird nicht sofort jedes Zahnrad ineinander passen und das bedeutet, ein Fehler und zack, gibt's ein Gegentor. Gegen Top-Teams neue Dinge auszuprobieren ist ziemlich riskant. Sollte Deutschland also die nächsten Spiele verlieren, wird der Druck auf Löw noch größer, die Kritik wird lauter. Deshalb wird Deutschland wahrscheinlich mit dem bestmöglichen Team an den Start gehen. Alle Stars sind mit an Bord. Für uns Fans ist das natürlich eine super Geschichte, insbesondere wenn man ins Stadion geht. Denn zum Beispiel Toni Kroos sehen wir total selten in Deutschland. Er ist ein toller Kicker und ehrlich, jeder sollte ihn mal live gesehen haben. Das zeigt ein weiteres Problem, die Mehrbelastung. DFB-Präsident Reinhard Grindel sagt zwar immer, es gibt kein einziges zusätzliches Spiel. Ja, das stimmt. Statt Testspiele findet die UEFA Nations League statt. Aber es geht nicht darum, wie oft man spielt, es geht darum, wie intensiv die Partien sind. Thomas Müller sagte mal nach einem Test in England, Zitat, man ertappt sich dabei, dass man den letzten Schritt nicht aggressiv genug macht. Also, bei Testspielen gibt keiner 100%. Jetzt geht's aber um einen neuen Titel und dadurch steigt die Belastung, psychisch und physisch. Der Fußball wird immer schneller, Verletzungen sind gang und gäbe. Viele Spieler lassen sich deshalb mittlerweile fit spritzen. Sie stehen auf dem Rasen, obwohl sie Schmerzen haben. Deshalb geht das alles hier in eine komplett falsche Richtung. Statt einen weiteren Wettbewerb ins Leben zu rufen, sollte man die Spieler lieber schützen und entlasten. Aber hey, das ist nur meine Meinung. Seht ihr das anders? Wenn ja, lasst uns da gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Also, wieso gibt es denn jetzt eigentlich die Nations League? Klar, das Geld steht über allem. Für die Teilnahme erhält der DFB 1,5 Millionen Euro. Für den Gruppensieg gibt es den gleichen Betrag. Und sollte Deutschland das ganze Turnier gewinnen, kassiert der Deutsche Fußballbund zusätzlich 4,5 Millionen Euro. Insgesamt schüttet die UEFA 76,25 Millionen Euro an die Nationen aus. Der zweite, auch sehr wichtige Grund ist, es geht um die Quali zur EM-Endrunde.
Vor allem die kleineren Länder hoffen auf eine sogenannte Wildcard für die Europameisterschaft. Wie dieser ganze Modus funktioniert, habe ich in einem anderen Video erklärt. Oben im i findet ihr das verlinkt. Ganz simpel gesagt, ab der EM 2020 dürfen 24 Teams teilnehmen. Die vier neuen Plätze werden als Second Chance in der Nations League vergeben. Rein theoretisch könnte also San Marino bei der EM mit dabei sein. Diese ganze Entwicklung finde ich ziemlich besorgniserregend. Die Bosse der UEFA haben mittlerweile nur noch Dollarzeichen in ihren Augen. Statt sich zu überlegen, was wäre das Beste für den Fußball, fragt man sich eher, was ist das Beste für den Geldbeutel?